Hey, wir sind Tokyo Hotel und ihr seht uns jetzt bei Kika Live. Ist ja eingeschlagen, jetzt auch auf Platz 1. Ist schon eine Zeit auch, ne? Die dritte Woche ist es, genau, jetzt, oder? Ja, die Woche. Juhu, feiert man dann noch oder ist es dann schon so? Hm? Nee, überhaupt nicht. Also wir freuen uns da, glaube ich, jedes Mal wieder neu drüber. Ich meine, da rechnet ja keiner mit, ey, als wir auf 1 eingestiegen sind, das war unglaublich für uns. Und jetzt ist es schon die dritte Woche auf 1 durchgängig. Ey, wir sind echt überrascht alle. Das ist echt krass. Wir haben es gerade vorhin auch schon gesagt von der Schülerband. Na, und zuletzt habt ihr vor wie vielen Leuten seid ihr da aufgetreten? Vor 2 Tagen 75.000. Genau. Oh, wie ist es? Da kriegt man da weiche Knie? Aber echt, also ich glaube, das gehört auch dazu irgendwie, dass man jedes Mal wieder neu aufgeregt ist. Ich glaube, sonst macht es auch keinen Spaß. Okay, wir haben auch aus dem Publikum eine Frage, ne? Ganz genau, die stellt der Christopher, die erste. Wie macht ihr das eigentlich mit der Schule und mit den Konzerten? Wie managt ihr das mit der Zeit? Ja, also wir versuchen halt irgendwie die Musik irgendwie und also Interviews und Konzerte und sowas irgendwie nach der Schule zu machen in der Woche oder halt aufs Wochenende zu verlegen. Und ja, dann haut es irgendwie hin. Also jetzt zur Zeit geht es ja noch, die Schule hat ja gerade erst angefangen. Da ist ja noch nicht so viel zu tun, aber ich denke mal, das kriegen wir schon hin irgendwie. Tschakka. Na, aber es ist eine ziemliche Belastung. Ich nehme mal an, dass es auch ein bisschen Neider gibt, oder? Wie war das jetzt? Das kommt schon vor, na klar, aber da muss man sich halt drauf einstellen. Irgendwie. Ich glaube, da muss man sich von vornherein drüber im Klaren sein, dass das auch passiert und dass es das geben kann. Okay, haben wir noch eine Frage? Ja, na klar, auf jeden Fall. Fragen gibt es hier ganz viele. Ja, also ich würde mal fragen, ob ihr euch auch mal so richtig gezofft habt. Also untereinander. Also wir diskutieren ganz viel, aber so richtig streiten tun wir eigentlich nie. Ne? Nee. Aber obwohl das ja auch dazugehört, irgendwie, man muss ja auch mal diskutieren. Ich glaube, wenn man sich immer einer Meinung ist, ist das ja auch langweilig. Dann ist es eh echt öde. Ne? Wie lange seid ihr denn eigentlich schon zusammen? Also wie viel Zeit zum Streiten hattet ihr denn quasi bisher überhaupt? 5 Jahre sind wir jetzt schon eine. Ja, so circa 5 Jahre muss das schon sein. Ja. Also Tom und ich haben irgendwie mit 9 angefangen und vor 5 Jahren kamen dann Georg und Gustav dazu. Ihr seid ja Zwillingsbrüder, man merkt es ja kaum, ne? Genau. Aber da ist es ja sowieso, da streitet man wahrscheinlich weniger, oder? Ist man eher auf einer Wellenlänge oder gibt es auch mal? Nee, also unterschiedlich. Das ist ganz unterschiedlich, ja. Also wenn, das ist ja so, wenn wir uns streiten und sich da zum Beispiel wer anders einmischt, so, dann gehen wir beide zusammen gegen diese Person, die sich da gerade einmischt. Also ja, genau. Wenn wir schon so zusammen eine Meinung haben und gegen wen ankämpfen, das ist schon manchmal nicht so leicht, glaube ich. Okay. Im Hintergrund sehen wir die ganze Zeit schon euer Video laufen. Jetzt können wir ja mal Marco fragen, als Produzenten, was er denn davon hält. Also ich finde das super klasse. Und ich bin irgendwie auch selber total überrascht, weil ihr seid so jung und absolut professionell und super klasse. Mir gefällt das sehr gut. Oh, danke. Sehr schön. Und damit haben wir für den Moment wirklich genug gequatscht, denn jetzt wollen wir wirklich mal wissen, warum knallen Tokyo Hotel eigentlich so rein?